Die ABC-Straße in der Hamburger Innenstadt. Hier residiert eine Firma, die die Welt verändert hat. Google. Die deutsche Filiale einer Firma, die Milliarden verdient. Mit Informationen. Die sich aber selbst abschottet. Uns keine Interviews gibt, keine Filmaufnahmen gestattet. Googeln heißt, sich Informationen zu verschaffen, beruflich oder privat, jederzeit und überall. Google liefert, was der Nutzer sucht. Und Google weiß genau, was die Nutzer tun. Die Firma beobachtet, speichert und überwacht. Und kennt deshalb auch die beliebtesten Suchbegriffe. Zum Beispiel das Internetlexikon Wikipedia. Oder Tokyo Hotel, eine Teenie-Band. Oder schlicht das Wetter. Nach der Eingabe immer sofort das Ergebnis. 31.200.000 Treffer allein beim Suchbegriff Parfum. Alles Hinweise auf Informationen, in denen das Wort Parfum auftaucht. Eine Datenflut, die erschlägt und die abhängig macht. Jeder, der Informationen sucht oder der Dienste darum, um diese Informationen benötigt, wendet sich primär an Google. Damit spielt Google die Rolle des zentralen Verteilers in der Informationsgesellschaft. Google ist die revolutionärste Erfindung seit der Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg. Das hört sich gewaltig an, aber Google hat das Verhalten von Milliarden Menschen auf der Welt verändert, was den Zugang zu Informationen betrifft. Google als Informant, um zu wissen, was passiert, wo man was findet, was es alles gibt. Und für immer mehr Menschen ist Google unverzichtbar. Auch für Milena aus Hamburg. Es ist 7 Uhr morgens. Die Journalistikstudentin will wissen, was es an Neuigkeiten gibt. Google News liefert ihr alles, was in rund 700 Zeitungen vermeldet wird. Innerhalb weniger Minuten werden die Nachrichten aktualisiert. Milena braucht nur ihren Laptop. Zeitungen und Zeitschriften sind bei ihr überflüssig. Sie bereitet sich auf ihren Arbeitstag vor. Sie muss nach Berlin. Google liefert ihr die Reisedaten. Milena gibt Hamburg und Berlin ein. Der erste Treffer ist die Seite der Deutschen Bahn. Gezeigt werden die nächsten 3 Abfahrtszeiten. 2 Mausklicks weiter und sie hat ihre Fahrkarte gekauft. Google, eine Suchmaschine für das Internet. Einer Infrastruktur, die die Computer dieser Welt vernetzt. Wie es funktioniert, lässt sich nur durch solche Animationen darstellen. Nur so sind optische Einblicke in eine Welt möglich, die man nicht sieht, die aber unser Leben dramatisch verändert hat. Die weltweite Informationsflut auf der Datenautobahn. Hier kann jeder Informationen eingeben, egal ob richtig oder falsch, sinnvoll oder nutzlos. Das Internet wimmelt deshalb von Abermilliarden Informationen. Persönliche Briefe, offizielle Mitteilungen, private Dokumente oder intime Fotos. Alles wird hier öffentlich. Mit Suchmaschinen kann daher jeder die Informationen finden, die er braucht. Es geht nicht mehr darum, dass wir keine Informationen hätten, sondern es geht darum, dass wir Mechanismen, Algorithmen, Suchmaschinen haben, mit denen wir an diese Informationen rankommen. Es sind sogenannte Crawler, die diese Informationen suchen. Ständig scannen sie die Inhalte nach Suchbegriffen. Was sie finden, wird im sogenannten Index der Suchmaschine gespeichert. Dieser Index ist vergleichbar mit einer Bibliothek. Sucht ein Internetnutzer beispielsweise Informationen zur Vogelgrippe, liefert die Suchmaschine nur das, was sie zuvor gespeichert hat. Viele Menschen denken, wenn sie eine Suchmaschine aktivieren, dass dann das ganze Internet durchsucht würde. Das stimmt nicht. Jede Suchmaschine hat einen eigenen Index.
Das ist sozusagen das, was sie im Köcher hat. Und nur das wird dann durchsucht, also längst nicht das ganze Internet. Und genau das macht Suchmaschinen so wichtig, gibt ihnen auch Macht. Sie entscheiden zwar nicht, welche Informationen im Netz sind, aber sie entscheiden, wie diese Informationen gefunden werden können. Und was einmal im Index gespeichert ist, bleibt erhalten. Selbst dann, wenn die ursprüngliche Information längst gelöscht ist. Also das merken wir spätestens daran, wenn wir im Jugendlichen waren, irgendwelche Äußerungen in irgendwelchen besonders lustigen, interessanten Foren hineinstellen, uns dort in irgendeiner Art und Weise exponieren und dann feststellen, dass das dank dieser Technologie auch noch 20 Jahre später für die eigenen Kinder zum Beispiel verfügbar sein wird. Und das muss nicht unbedingt der Zeitpunkt sein, wo wir noch hundertprozentig hinter dieser Meinung stehen. Er hat es erlebt. Der Programmierer Carsten Pauli hatte sich bei der Stuttgarter Medienagentur Seitenblick beworben. Und deren Personalchef machte das, was heutzutage fast alle machen. Er googelte den Namen des Bewerbers. Ich habe den Namen des Bewerbers, Herrn Pauli, in eine Suchmaschine eingegeben und fand dann ein Bild, wo er mit Bierflasche in der Hand sich übergeben musste. Und diese Situation habe ich dann im Gespräch mit einem Beamer an die Wand geworfen. Und das wurde doch ein sehr amüsantes Gespräch. Der Personalchef entschied sich dennoch für Carsten Pauli. Es war schon eine peinliche Situation. Man macht sich da ja auch nicht wirklich jetzt Gedanken drüber, wenn man mal jetzt von sich solche Fotos hat, dass die da einem irgendwelche Steine mal in den Weg legen werden oder so. Aber so war es jetzt halt mal. Das ist ein gutes Beispiel. Milena ist mittlerweile in Berlin. Sie wartet auf ihren Gesprächspartner. Googelt noch rasch seinen Namen. Oliver Schumacher. Er soll ihr etwas über Lobbyarbeit erzählen. Die Journalistikstudentin recherchiert für ihre Diplomarbeit. Dass Oliver Schumacher Pressesprecher der Deutschen Bahn ist, weiß sie. Aber jetzt erfährt sie noch mehr. Früher war er Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und Sprecher einer Landesregierung. Und dazu sein Foto. Milena weiß, auch Oliver Schumacher wird ihren Namen googeln, alles über sie erfahren. Die Gründer von Google, Larry Page und Sergey Brin, heute Milliardäre. Vor 7 Jahren waren sie noch ganz normale Studenten in Kalifornien. Larry Page went to his professors one day. Eines Tages ging Larry Page zu seinem Professor und sagte, ich werde das Internet herunterladen. Und ich werde es besser machen als Alta Vista. Das war die beste Suchmaschine zu der Zeit. Alta Vista war gut im Suchen, aber nicht gut im Ordnen der Ergebnisse nach Wichtigkeit. Sein Professor lachte und fragte, du willst das Internet herunterladen? Er sagte, ja, ich kann das. Und er tat es. In der Garage dieses Hauses entstand ihre neue Internetseite. Sie nannten sie Google, weil sie Probleme mit der Rechtschreibung hatten. Alle Namen waren bereits vergeben. Irgendwann tippte Larry Page google.com in den Rechner. Er sagte, super, der Name ist noch frei. Also schrieb er an die Tafel google.com. Am nächsten Morgen kam eine Kollegin und sagte, ihr Dummköpfe, ihr Idioten, falsch geschrieben. Also, Google ist das falschgeschriebene Wort für den mathematischen Ausdruck Google. Das ist eine Zahl mit 100 Nullen. Google statt Google. Ein Schreibfehler, der die Welt verändert. Google ist heute die erfolgreichste Suchmaschine. An der Börse ist das Unternehmen mehr wert als die Deutsche Bank und Daimler Chrysler zusammen. Doch die Erfinder leben in ihrer eigenen Welt. Immer wieder hörte ich an der Börse, diese Typen sind unmöglich, sie trauen uns nicht. Und das ist tatsächlich so. Die Jungs wollen alles unter Kontrolle behalten. Kontrollieren will Google